Wir haben ein Problem. Und zwar ein großes. Bei fast 40 Grad. Ohne Schatten, denn den gibt's hier nicht. Das sieht nicht gut aus. Mitten im afrikanischen Wüstensand ist unsere Biwak-Expedition durch Namibia ins Stocken geraten. Irgendwas ist immer. Ich hab's gesagt. Okay. Okay, da haben wir ja gerade mal noch Glück gehabt. Aber vielleicht gibt es ja hier auch noch ein paar Möglichkeiten, sich anderweitig in der Wüste fortzubewegen. Kann losgehen. Komm, mit dem Schwung nebenher. Geht gut, oder? Sehr schön. Frühsport in der Wüste und das bei straffem Gegenwind. Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Biwak-Expedition durch Namibia. Ich gebe zu, das sieht vielleicht ein bisschen, auf Deutsch gesagt, bescheuert aus, hier mit Skiern durch den Wüstensand zu laufen. Aber Sie werden sehen, es funktioniert. Dass es funktioniert, habe ich gewusst, seit mir ein Bergführer aus Österreich vor ein paar Jahren mal begeistert von seinen Skitouren in der Sahara erzählt hat. Wie es funktioniert, das will ich gern selbst herausfinden, hier in der Namib, in der ältesten Wüste der Welt. Und weil man in der Wüste nicht gern alleine ist, habe ich Katja gefragt, ob sie nicht auch Lust hätte auf dieses Experiment. Die Physiotherapeutin aus Bergishübel hat immer ein Faible für verrückte Ideen. Nach zwei gemeinsamen Reisewochen hier in Namibia kennt man ja seine Pappenheimer. Auch wenn uns der scharfe Wind fast von der Düne bläst, auch wenn wir eher watscheln, als genussvoll dahin zu gleiten, es ist ein irre schönes Erlebnis. Katja, zweimal im Jahr gibt's Ostwind hier, hat man uns erzählt. Wir haben heute einen Tag erwischt. Das ist nicht nur Frühsport, wir kriegen hier auch ein kostenloses Peeling, oder? Genau. Wie geht's bis jetzt? Interessantes Erlebnis. Der Untergrund eigentlich fast ein bisschen schneeähnlich. Man muss ein bisschen mehr Dampf geben, aber in der Umgebung einfach komisches, aber herrliches Gefühl. Ein bisschen besser rutschen könntest, ja? Ja. Du läufst zu Hause auch viel Ski. Ja. Erzähl mal, wo du dich so rumtreibst, wenn richtiger Schnee liegt. Eigentlich ein ganz normaler Skiläufer. Wenn Zeit am Wochenende ist oder in der Woche, irgendwo hin, wenn viel Schnee liegt, auch bei uns in Bergishübel, einfach über die Straße in den Wald. Und dann geht's los, ohne großes vorher auszudenken, Kilometer schrubben oder so. Einfach Natur genießen. Genuss-Skiläufer. Genau. Nichts ist schöner als nach so einer Skitour nach Hause, heiße Dusche, heiße Badewanne. Und dann so richtig durchgearbeitet von den herrlichen Bewegungen. Und die kalte Luft. Heute lieber eine kalte Dusche, oder? Heute ist es hier, kann man mal schätzen, 50 Grad wärmer als zu Hause beim Skifahren. Das liegt an diesem Ostwind. Selten, dass er aus dieser Richtung bläst, aber wenn, dann vorgeglüht über dem brennend heißen Sand der riesigen Namib-Wüste. Irgendwie rutscht es noch nicht richtig, aber wir haben ja Campingausrüstung dabei, was im Schnee hilft. Hilft vielleicht auch hier. Das mit dem Teelicht hat natürlich eher symbolischen Wert. Ich denke mal, eigentlich braucht man bei diesem Schnee ein ganz hartes Wachs. Aber besser als gar nichts. Die Beschaffenheit des feinen Sandes ist am ehesten vergleichbar mit dem trockenen Schneestaub, den wir vom Skifahren in Nordskandinavien kennen.
Mit unseren Backcountry-Skiern haben wir eine gute Wahl getroffen. Etwas breiter als die normale Langlauflatte, mit Schuppen auf der Sohle, für einen guten Stieg und mit Stahlkante für eine gute Spurführung. Und jetzt haben wir erstmal genug geredet. Wir schnappen eh schon nach Luft bei unserem Aufstieg zum höchsten Punkt im Dünenmeer. Auf geht's. Bergab, naja, da fühlt sich's an wie auf einer Rolle Sandpapier. Schlecht gewachst. Vielleicht gibt's ja genau deshalb so wenig Skiunfälle in Afrika. Swakopmund am Rande der Wüste. Wir gönnen uns das altehrwürdige Hansa Hotel. Schatten, Durst. Das waren wirklich 44 Grad, oder? Von 44. Oder noch mehr. Aber so eine Wollmütze macht sich ganz gut in der Hand. Ja. Oh, Haufen Sand in den Augen habe ich. Trotz Brille. Wir haben zwei Rock Shandy bestellt. Das Erfrischungsgetränk hier in Namibia. Eine Mischung aus Sodawasser und Sprite auf Eis. Und dazu einen kräftigen Schuss Angostura. Das ist ein Cocktailbitter, der neben Enzianwurzeln auch Kardamom, Zimt und Bitterorange enthält. Eignet sich nicht nur zum Trinken, mit Angostura werden in der Küche auch Soßen für Fisch und Fleisch abgeschmeckt. Skihai. Skihai. Skiwasser auf Namibianisch, oder wie das heißt. Ich weiß es gar nicht. Ein herrliches Getränk. Ansonsten finden wir nicht allzu viel Erfrischendes an der namibischen Küste. Im kleinen Städtchen Swakopmund. Und das liegt nicht nur am brütend heißen Ostwind. Die Zeit scheint irgendwie stehen geblieben zu sein, seit der goldenen Ära des Hansa-Hotels in der deutschen Kolonialzeit. Der eigenwillige Charme deutscher Bäderarchitektur verwirrt uns im südlichen Afrika ähnlich wie die Straßennamen. Und die Tatsache, dass auf den wenig belebten Straßen fast überall nur Deutsch gesprochen bzw. geschrieben wird. Schwarz und Weiß zusammen, das sieht man hier so gut wie nie. Während die Afrikaner das Wochenende am Strand verbringen, bevorzugen die deutschen Nachfahren, in der Überzahl schon recht betagt, eher die Plüschsessel in den schattigen Cafés der Fußgängerzone. Merkwürdige Musik, hört mancher hier, verehrt noch immer den Reichskanzler, schimpft über die Politiker in Berlin und wünscht sich Zeiten zurück, die eigentlich kein Mensch mehr braucht. Aber es gibt auch schöne Überraschungen. Hasso Ganze, der Sachse, der 18 Jahre hier gelebt hat, verspricht mir eine ganz besondere und lotst mich ins Postamt. Ja, Franziska. Hi, Hasso. Danke. Lange hast du nicht gesehen. Sie haben sich schon lange nicht mehr gesehen, die Franziska hinterm Tresen und der Hasso. Und was die beiden miteinander am Telefon ausbaldowert haben, das steckt in einem kleinen Briefumschlag. These are the special stems made for you. Bivak. These are the stems. That's amazing. Really? Eine Sonderedition der namibischen Post. Unsere Expedition ist auf einem Briefmarkensatz verewigt. Ich bin ja selten sprachlos. Das freut mich. Überraschung gelungen. Das ist das Schöne. Am nächsten Morgen die nächste Überraschung. Wir erleben den ersten Stau in der endlosen Weite des Landes. Aber das ist wohl hier jeden Tag so. Punkt 5 Uhr, wenn die Tore zum Nationalpark Sossusvlei geöffnet werden. Dann
beginnt eine regelrechte Wettfahrt durch den Sand. Jeder will den besten Platz, die beste Sicht, wenn über der ältesten Wüste der Welt die Sonne aufgeht. Sie grenzt direkt ans Meer, die riesige Namib-Wüste. 80 Millionen Jahre ist sie alt, hunderte Kilometer lang und an manchen Tagen bis zu 50 Grad heiß. Auch deshalb dieser Andrang gleich morgens, wenn es noch ein bisschen kühler ist. Besonders beliebt, weil direkt neben der Straße der sandige Aufstieg zur sogenannten Düne 45. Manche nennen die auch den Rummelplatz von Namibia. Also Rummelplatz, habe ich gerade gesagt. Das ist der richtige Ausdruck? Das ist der richtige Ausdruck. Denn mal ganz alleine bist du ja hier nur, wenn die Wartungsarbeiten sind und für eine Woche zugemacht wird, wenn die Dünen umgeschaufelt werden. Ansonsten sind hier immer tausende Leute. Das ist so. Und wo tausend Leute in der Natur sind, passiert was? Es ist wie überall auf der Welt. Man trifft Sachsen, man trifft Dresdner. Ich bin Andres, tatsächlich aus Dresden. Und auch in Namibia unterwegs. Ja. Heute auch früh aufgestanden. Ist das ein Muss her? Gute Frage. Also wir sind auf jeden Fall früh aufgestanden, sind früh hoch und haben das sehr, sehr genossen. Ja, so gesehen ist es ein Muss. Wie war denn das da oben mit dem Sonnenaufgang? Gigantisch. Also Wahnsinnsstille, große Weite, tolle Natur, sehr erhabenes Gefühl. Was habt ihr hier noch alles vor? Auf jeden Fall einmal quer durch Namibia, parallel dazu trainieren, deswegen bin ich auch etwas verschwitzt. Also in Kombination aus Körper- und Naturerfahrung. Ja. Wofür trainieren? Trainieren für ein gutes Körpergefühl und für maximale Leistungskraft im Aufschwung Ost. Dann wünschen wir viel Erfolg dafür. Danke. Danke euch. Spaßvogel Andres ist nicht allein, sondern mit einer ganzen Gruppe aus Dresden unterwegs, die ein Fitnesstrainingslager unter erschwerten Bedingungen abhält. Die Dünen rauf und runter im Laufschritt, das muss man irgendwie mögen. Und trotzdem, auf beiden Seiten, Freude über unsere Begegnung. Meine Mutti hat gesagt, das Biwak-Team fährt auch nach Namibia. Ich soll mal gucken, ob wir es sehen. Ja. Ist ja verrückt. Das ist ja mal cool. Hat sich alle mal rumgesprochen. Ja. Nicht nur die Sachsen sind da, sondern inzwischen auch die Sonne. Und die beginnt bereits früh um 8 unbarmherzig heiß zu brennen im Sossus Plain. Wir lassen etwas Luft von den Reifen, da fährt es sich besser in diesem überdimensionalen Buddelkasten. Und keine Sorge, diesmal haben wir für Notfälle auch eine Schaufel an Bord. Man bleibt hier draußen, nämlich nur ungern auf der Strecke. Zum Wandern lädt die Hitze ja eigentlich nicht gerade ein, aber wir machen uns trotzdem auf die glühenden Socken. Hinter den sandigen Dünen am Horizont wartet ein Tal, das jeder Namibia-Besucher gesehen haben muss. Schade, dass wir nur zwei Paar Skier im Auto haben. Das lief sich weitaus angenehmer. Aber Katja und ich wollen natürlich keine Kameradenschweine sein. Wir reihen uns brav in die Gruppe ein. Stefan war schon mal hier. Er weiß, welche Belohnung uns nach dieser Hitzeschlacht erwartet. Das ist wie von einem anderen Stern. Da guckt man, verstand. Wir sind am Dead Flay. Und was wir hier sehen, das gibt's so nur einmal auf der ganzen Welt. Eine überdimensionale Tonpfanne, völlig ausgetrocknet und knochenhart. Im Schnitt aller 10 Jahre fallen hier zwischen den höchsten Dünen der Erde mal ein paar Tropfen Regen.
Einige der toten Kameldornbäume sind schon mehr als 500 Jahre alt. In der extremen Trockenheit werden sie konserviert und vom Verwesungsprozess geschützt. Es gibt so Momente im Leben und Orte auf dieser Welt, da fehlen einem einfach ein bisschen die Worte. Aber vielleicht ist das auch ganz gut so. Wir lassen es einfach mal ein bisschen wirken. Stefan, unser Fotograf aus dem Erzgebirge, ist schon zum 8. Mal in Namibia. Aber das hier, das begeistert den Hobbyfotografen immer wieder ganz besonders. Das ist so eine karge Faszination. Also das ist, für mich ist es schön. Manch einer würde vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, diese Einöde, diese Trockenheit, diese Wüste. Du fühlst dich wohl? Sehr wohl. Die Regeln hier im Nationalpark Namib-Naukluft, die sind übrigens ähnlich streng wie bei uns zu Hause in der Sächsischen Schweiz. Das heißt, man darf nichts mitnehmen, alles muss hier bleiben. Wer zu Fuß aus der Sandwüste entkommen will, der folgt am besten den uralten Flussläufen. Beeindruckende Canyons, geformt von vielen Millionen Jahren der Erosion. Auf unserem Weg durch diese Mondlandschaft finden wir nicht nur den lang ersehnten Schatten, sondern noch ganz andere Überraschungen. Hasso, die T-Shirts mussten eben mal gewaschen werden. Das ist wahr, die mussten mal richtig rein. Ja, das ist mal auch aber mal wichtig. Eigentlich wollte ich mit dir über das Wetter reden und vor allem über das Wasser. Wir reden hier über die, nicht nur über die älteste, sondern auch über eine der trockensten Wüsten der Welt. Ja. Und jetzt sitzen wir hier am Rande der Namib in so einem wunderschönen Tümpel. Ja. Wie geht das zusammen? Das ist ein ganz besonderer Platz. Hier gibt es artesische Quellen unterirdisch. Und dieses kleine, schönes Stück Erde hier hat immer Wasser. Selbst in den letzten 5 Dürrejahren war hier immer Wasser zum Baden. Dieses Jahr haben wir das große Glück, seit 2012 das erste Mal wieder, dass die Reviere gelaufen sind. Die Reviere gelaufen heißt? Die Reviere gelaufen heißt, dass die Flüsse für 1-2 Tage mal richtig laufen und den Grundwasserspiegel wieder hochbringen. Deswegen ist auch so schönes frisches Wasser hier. Und wir sitzen drin. Und ja, normalerweise ist hier ein Jahresmittelniederschlag von 120 mm unvorstellbar für Europa. Damit kannst du nichts anfangen, damit kannst du nicht farmen, aber es wächst wenigstens Gras für die Farmer wieder. Das heißt, in den letzten 5 Jahren ist die Regenzeit komplett ausgefallen, weil man kann nicht die Uhr danach stellen. So ist es, nein. Genauso ist es passiert. Wie überlebt so ein Land das? Ja, das ist das große Problem. Das Wild stirbt, die Rinder müssen verkauft werden, auch die Schafe haben irgendwann einen Punkt, wo es nicht mehr geht. Das ist das Problem in Afrika, im Südlichen. Du kannst nicht die Uhr nach der Regenzeit stellen. Wenn sie ausfällt, gibt es ein Problem. Für alle. Insofern haben wir großes Glück mit unserem Reisetermin. Wir haben totalen Segen auf unserer Fahrt. Es ist fantastisch. Endlich wieder Regen. Wir hoffen, es bleibt dabei. Das bleibt dabei. Mit frisch gewaschenen T-Shirts. So ist es. Schön, Thorsten. Zum Wohl. Frisch gekühlt. Das stand nicht im Drehplan, ich schwör's. Aber bei einem Typen wie Hasso muss man immer auf allerlei Späßchen gefasst sein. Was dem Gruppenklima auf einer 4-wöchigen Afrika-Tour ganz bestimmt nicht schaden kann. Apropos Klima und apropos Regen. Irgendwo in diesen gefühlt endlosen Weiten ist der liebe Wettergott schon ab und zu mal unterwegs, aber meist eben nur nach dem Gießkannenprinzip. Auf unserer Fahrt gen Süden bekommen wir das immerhin mal zu sehen. Und fürs Farbfernsehen ist das ja auch mal nicht schlecht. Und dort unten, im Süden von Namibia,
da gibt's etwas, das wir so auch noch nirgends gesehen haben auf der Welt. Das Diamantensperrgebiet, eine legendäre Wunderwelt hinter Stacheldraht, 26.000 Quadratkilometer groß, fast so groß wie Sachsen und Thüringen zusammen. Ein Staat im Staat, wo wir mit unseren Autos nicht rein dürfen. Wir sind umgestiegen. Die einzige Lizenz für Besuchsfahrten hat Iris aus Lüderitz. Und was gibt's in dieser Einöde zu entdecken? Heute nur noch gottverlassene Geisterstädte. Die letzten stillen Zeugen einer aberwitzigen Zeit, die 1908 mit einem Zufallsfund begann. Ein funkelnder Stein, der sich als Diamant erwies. Der in Windeseile Heerscharen von Glücksrittern und Geschäftemachern hierher in die Wüste lockte. Es entstand die Deutsche Diamantengesellschaft in der Kolonie Südwest. Hier wurde auch die erste elektrische Eisenbahn von Afrika gebaut. Das Wasser kam in großen Tanks aus Kapstadt, der Champagner aus Paris. Mehrere Millionen Karat haben die Edelsteinsucher damals einfach so im Sand aufgelesen. Die Zeiten der deutschen Glücksritter sind aber hier in Pomona längst vorbei. Schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Schürfrechte an ein großes Konsortium übertragen, das bis heute in streng bewachten Minen nicht nur milliardenschwere Umsätze mit den Diamanten aus Namibia macht, sondern auch seine eigenen Gesetze. Hier in der Einöde hinterm Stacheldraht. Iris, jetzt machst du das ja mehrmals im Jahr. Hand aufs Herz, hast du schon mal einen Diamanten hier gefunden? Nee, leider nicht. Wenn, dann wäre ich bestimmt heute nicht hier. Und wenn du einen findest, darfst du ihn nicht aufheben. Du musst ihn liegen lassen, gehst zum Büro, sagst dem Bescheid, genau wo der liegt. Die gehen dann mit dir hierher, kommen dann und heben den Diamanten auf. Du kriegst 30% Finderlohn, aber es könnte sein, dass sie dich dann für 24 Stunden, für weiß nicht wie viele Jahre, sozusagen beobachten und genau kontrollieren, was du machst, ob du nicht irgendein Schmuggler bist. Also in dem Sinne lohnt es sich nicht, den aufzuheben. Raue Sitten. Wir könnten also jetzt nicht einfach sagen, teilen wir uns und wir büchsen miteinander aus nach Südafrika. Das ist nicht die Mühe wert. Da läufst du nicht mal hier so frei rum. Da kommen wir dich im Gefängnis besuchen bei Wasser und Brot, ne? Dann lassen wir das lieber bleiben. Ja, ja. Zumal wahrscheinlich, lohnt sich nicht. Zumal wahrscheinlich hier eher alles abgeräumt ist. Ja. Längst sind die Diamantenjäger weitergezogen in die großen Minen an der Grenze zu Südafrika und hinaus aufs Wasser, wo die kostbaren Stücke inzwischen schon mit großen Spezialmaschinen auf dem Meeresboden gesucht werden. Strengstens abgeschottet natürlich. Dorthin darf nicht mal die Iris. Und das Schönste, zumindest für die heutige Sendung, das haben wir uns bis ganz zum Schluss aufgehoben. Nämlich diese imposante Felsgestalt, auf der ich hier stehe. Der Bogenfels, direkt an der Westküste von Namibia. Da schlagen natürlich die Kletterherzen höher, da wollen wir uns die Finger lang ziehen. Hier kann man ganz gemütlich hinauflaufen. Zum Klettern ist er eher nicht geeignet, sieht ein bisschen brüchig aus. Aber ich kann Ihnen versprechen, morgen ab 19.50 Uhr hier im MDR, da geht's steil bergauf mit dem Biwak-Team in Namibia. Der Granit lockt uns ins Gebiet der legendären Spitzkuppe. Und wir wollen unbedingt herausfinden, warum die Gipfelbücher auf den hiesigen Kletterfelsen mit Schlingen festgebunden sind. Auf einem Riesen aus verwittertem Marmor, auf dem Dresdner Turm, mitten in Afrika.